Hallo, ich bin der Bobby von Bobby's Beauty Paradies Bamberg. Es ist immer noch Samstag, der 14. Dezember 2019. Ein langer Rätseltag geht zu Ende. Heute gab es zwei Filmrätsel. Das erste hat die Gabrielle und die Hello to You gewonnen. Da ging es um. Was ging es denn da? Achso, um die zwei, um diese Serie. Hab ich ja vorhin schon einen Film gemacht drüber. Und jetzt wurde ich gefragt, die Tipps waren eine Serie und da kommt Chicago vor in einer Folge und in einer anderen Sacramento. Und die Helga Kraft, die hat gewonnen. Die hat schon mal gewonnen beim Weißen Rössel. Das habe ich jetzt gerade zufällig hier. Ich habe es gerade rausgeschaut, weil das ist hier, Weiße Rössel, habe ich als DVD. Da hat sie gewonnen. Das wusste sie mit zusammen. Ich weiß gar nicht, wer das noch war. Wir warten das noch. Ich schreibe es nochmal rein, sorry, mir fällt es gerade nicht ein. Heute, wie gesagt, bei dem zweiten Rätsel ging es um Münchner Geschichten. Das ist die DVD, also es sind eigentlich drei DVDs, wo die neun Folgen drauf sind. Eine wunderbare Serie aus den 80ern. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Ich habe nämlich das vorhin gerade mal ein bisschen nachgeschaut noch, wann das genau eigentlich war. Das war 74 war das. Ja, Wahnsinn. Ja, genau. Also eine wunderschöne Serie, sollte man sich vielleicht mal anschauen, wenn man es kann. Und die beiden Tipps, wo ich hatte, das war also das eine Chicago. Das ist deswegen, weil der in einer Episode das so als Spleen irgendwie hatte, dass er halt zu allem sagt, das ist Chicago. Wenn was gut ist, sagt er, das ist Chicago. Wenn was schlecht ist, das ist Chicago. Und das hat sich damals tatsächlich auch in der Gesellschaft so durchgesetzt. Das haben die Leute dann so gesagt, wie halt, das ist super oder so. Das war ein Modebegriff. Und das mit dem Sacramento, das ist eine Episode, die heißt Der lange Weg nach Sacramento. Und da ist Fasching in München. Und die drei, also der Charlie, die Hauptperson und sein Freund, und noch ein anderer Freund, die waren zu dritt, wollen die sich auf dem Weg nach Sacramento machen. Also nicht wirklich. Die verkleiden sich als Cowboys, holen sich Pferde. Man sieht es ja hier eigentlich ganz gut so. Und das ist eine schöne Szene auch im Film. Ja, und weil die sagen, einmal im Leben muss ein Mann nach Sacramento. Ist ja ein schöner Ansatz, finde ich eine nette Idee. Und die nennen sich dann, also er nennt sich Zorro, Zapata und Gringo, glaube ich. Ich weiß es nicht ganz genau mehr. Und einer von diesen dreien, der Fritjof Vierrock, also das ist so auch interessant, der hat zum Beispiel beim Weißen Rössel auch mitgespielt. Damals war er erst 15 oder so und hat diesen den Ausbildungskellner, den Piccolo, den jungen 15-Jährigen da gespielt. Also wie gesagt, er war glaube ich 15 oder 16 damals. Ja, aber gut, das ist ja nicht so wichtig. Okay, das war's also heute mit dem Rätseln, war lang genug. Helga Kraft hat gewonnen, Gratulation. Einen Preis gibt es jetzt in dem Sinne nicht, auch keinen Gesangspreis, weil es gibt dafür oder bei den Filmen jetzt auch keine Lieder direkt irgendwie, finde ich, die ich singen könnte. Und ob das eine Belohnung wäre, ist ja auch, kann man ja auch in Frage stellen. Und ja, ich denke jetzt mal einen schönen Abend noch. Ich schaue vielleicht morgen bei euch nochmal vorbei via YouTube. Und ansonsten danke.